Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Ich bezweifle, dass euer Kampfgeschick für einen richtigen Kampf ausreichen würde. Willkommen im Bienenbau. Ja, bitteschön. Ich werde mir das mal ansehen. Danke. Bitteschön. Was gibt Kommt es? Drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Ich such so eine Tussi. Kleinen Finger reicht. Nehmen Sie die ganze Hand. Ich sage euch, verzieht euch einfach. Es gibt nichts Schöneres, als Oh, ihr schon wieder. Was redet man so in der Stadt? Mjoll, die Löwin, war eine Abenteurerin in Himmelsrand, bevor sie sich in Rifton zur Ruhe setzte. Angeblich war der Auslöser dafür der Verlust ihrer verzauberten Klinge. Da haben wir, glaube ich, eine Quest. Was redet man? Mjoll, die Löwin, war eine Abenteurerin in Himmelsrand. So, immer dasselbe, also. Wenn ihr Münzen dabei habt. Ja, natürlich. Komm. Für heute gehört das. Ich zeige euch euer Zimmer. Und was braucht ihr? Das finde ich schnell. Warum benutzt ihr sie nicht einfach? Noch eine Runde. Ich glaube, ihr habt schon genug gehabt, Woolwolf. Vielleicht solltet ihr lieber nach Hause gehen. Blöde Echse. Ich sagte doch, ihr sollt mir noch was zu trinken bringen, sonst lasse ich euch köpfen. Wie ihr meint. Oh, Alter, hier hockt ihr die. Ihr seid das also. So, ich bin mal im Kumpels im Discord verabredet. Alle Glabrokuli, danke dir nochmal für den Raid. Schönen Abend noch. Komm morgen gut in die Woche und viel Spaß ihr im Lörr. Ihr seid das also. So beeindruckend seht ihr gar nicht aus. Ich bin der Beste in meinem Metier. Ist das Selbstvertrauen, was ich da höre? Oder Arroganz? Nein, Selbstvertrauen. Seltsam, wie häufig die beiden miteinander verwechselt werden. Ihr müsst wissen, es ist schon lange her, dass Brynjolf mir jemanden geschickt hat, auf den ich mich verlassen kann. Solange ich Kohle krieg. Glaubt ihr nicht an die Gilde? Ob ich an die Gilde glaube? Ich glaube an niemanden. Mich interessieren nur Ursache und Wirkung. Ob die Aufgabe erledigt wurde und ob sie korrekt erledigt wurde. Da gibt es keine Grauzone. Nicht die Brutal. Mit mir werdet ihr dieses Problem nicht haben. Wo soll ich anfangen? Geht zur beflaggten Meere in Weißlauf und sucht nach Malus Macchius. Von ihm erfahrt ihr alle weiteren Details. Ich war nicht gerade erst in Weißlauf, oder? Wie habt ihr euch mit der Diebesgilde verbündet? Die Schwarzdorn-Familie war schon immer ein Verbündeter der Gilde. Das passt bestens zu unseren guten Beziehungen zum Kaiserreich und in Himmelsrand. Ach so. Ich würde sagen, dass die Gilde ihr Überleben ebenso sehr meiner Familie wie ihren eigenen Leuten verdankt. Ihr Schwestern, möge Mara euch segnen. Hervorragend. Ich hatte noch etwas Kleinholz für meinen Küchenherd gebraucht. Jeder benutzt das so, wie er will. Wer hat bei der Honigbrauerei das Sagen? So ein Tagedieb namens Sabjorn. Der ist mir schon seit einigen Jahren ein Dorn im Auge. Sabjorn scheint mehr als nur ehrliche Konkurrenz zu sein. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht bereue, dass ich Sabjorn so weit kommen ließ. Innerhalb weniger Jahre hat er diese Brühe, die er Met nennt, auf den Markt geworfen und mir so einen großen Teil meiner Gewinne abgeluchst. Ich komme nicht dahinter, woher er das Gold hat, um es so schnell auf den Markt zu bringen. Tja, werdet ihn los, dann müsst ihr auch keine Angst mehr vor ihm haben. So ist es. Wenn Sabjorn im Gefängnis sitzt, muss seine Brauerei dicht machen. Dann komme ich und übernehme sein Geschäft. Und das war's mit der Konkurrenz. Das nennt sich dann feindliche Übernahme im wahrsten Sinne des Wortes. Warum schlagt ihr gerade jetzt zu? Gut, Goldenglanz hat unbestreitbar die Honiglieferung, die ich für meinen Met benötige, ausgesetzt. Sabjorn könnte diese Aussetzung zu seinem Vorteil nutzen und einen größeren Marktanteil gewinnen. Das kann ich nicht dulden. Okay. Noch einmal, falls ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe. Vermasselt ihr diesen Auftrag, wird euch das bitter leid tun. Okay. So, ich hatte hier ein Zimmer.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bin mal raus, schönen Stream und Abend noch. Bis nächste Mal. Alle klar, Nachtfalke. Danke dir fürs Reingucken. Dir auch schönen Abend und komm morgen gut in die Woche. Jo, und lass dich nicht so viel ärgern. Und vor allem, ne, halt dich von Corinna fern. So, jetzt können wir mal wieder rüberlaufen. Dann laufen wir jetzt aber. Nee, erstmal gehen wir jetzt gucken. Sprich mit Malus Matthius. Ja, genau. Den wollte ich. Ja. Wir sind gerade am Arsch der Welt. Und müssen in die Mitte des Arsches. Ah komm, ausnahmsweise. Aber wenn wir dann wieder zurück müssen, dann wird gelaufen. Und dann ist es wieder Abend. Nein, das war nicht laufen. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Muss ich noch fragen, was macht die da draußen? So. Ihr seht aus, als könntet ihr einen Schluck vertragen. Wie wäre es mit einem Wetttrinken unter Freunden, mit dem Stab als Einsatz? Ah. Kann Ritten ein Mann Wetttrinken nicht mal in Ruhe gegen etwas Wede an. Servus. Maven meinte, ihr hättet mich bereits erwartet. Ich werde mich kurz fassen, denn wir haben viel zu tun. Okay. Der Besitzer von Honigbräu, Sabion, will eine Metprobe für den Hauptmann der Wache von Weißlauf veranstalten und wir werden den Met vergiften. Ist das Gift? Nein, nein, das ist ja das Raffinierte an dem Plan. Wir bringen Sabion dazu, es uns zu geben. Die Brauerei hat ein Ungezieferproblem und die ganze Stadt weiß davon. Gift gegen Ungeziefer und Met vertragen sich nicht gut, wenn ihr wisst, was ich meine. Was ist meine Aufgabe? Ihr kommt zufällig vorbei und springt dem armen Sabion helfend zur Seite. Er gibt euch das Gift, damit ihr es gegen das Ungeziefer einsetzt, aber ihr schüttet es auch in den Braukessel. Blau. Maven und ich haben das Ganze über Wochen geplant. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden wie euch, der dort hineingeht und es erledigt. Und jetzt macht euch auf den Weg, bevor Sabion zu Verstand kommt und jemand anderen für die Drecksarbeit anheuert. Sprich mit Sabion. Wie gelange ich zu dem Braukessel? Wobei, die haben eine Woche, die haben wochenlang darüber, das wäre mir so einfach so eingefallen. In den Sekunden. Aber gut, wie gelange ich zu dem Braukessel? Beide Gebäude sind durch Tunnel miteinander verbunden, gegraben von dem Ungeziefer, das die Brauerei befallen hat. Es gibt einen Eingang im Keller des Lagerhauses, der früher mit Brettern vernagelt war. Ich habe die Bretter bereits entfernt, damit sich das Ungeziefer auf die Brauerei ausbreitet. Dort solltet ihr anfangen. Warum gehen wir nicht einfach durch die Brauerei? Die hält Sabion fest verschlossen. Wenn ihr dorthin durchgehen könnt, geht einfach geradeaus. Warum tut ihr das? Ich habe den Fehler gemacht, mir Geld von Sabion zu leihen. Er lässt es mich zurückzahlen, aber dafür lässt er mich richtig schuften. Er behandelt mich wie einen Sklaven. Ich muss in der Brauerei jede dreckige, unangenehme Arbeit übernehmen. Hm, okay. So, ich bin jetzt aber auch mal im Bett. Viel Spaß euch noch und gute Nacht. Alles klar, Scorpi. Danke dir fürs Reingucken. Dir auch. Komm morgen gut in die Woche und, ne? Auf schöne letzten 8 Tage und halt die von Corinna fern. Nächtle, schlaf gut. Es geht um mehr als nur um Schulden, oder? Wenn dieser Plan aufgeht, sind nicht nur meine Schulden aus der Welt, sondern ich bin auch ein gemachter Mann. Na, Brenuin,
Maven und ich haben eine kleine Vereinbarung getroffen. Wenn Sabion im Gefängnis landet, wird sie seine Brauerei übernehmen. Und ratet mal, wer dann die Schwarzdorn-Brauerei in Weißlauf leiten darf. Genau, er steht gerade vor euch. Ja, danke, sowieso, und ich ärgere die anderen. Ja, so kenne ich dich. Gutes Nächtle, Skorpi, schlaf gut. Weshalb sollen wir uns die Mühe machen, das Nest für Sabion zu vergiften? Sobald Sabion aus dem Weg geräumt ist, hat Maven Pläne für diesen Laden. So oder so wollen wir nicht, dass das Ungeziefer zurückkehrt. Seht es einfach als ein wenig mehr Drecksarbeit an. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, sie dort hineinzubringen, und ihr müsst sie jetzt herausbekommen. Ja. Denkt daran, Sabion wird eine helfende Hand brauchen. Sorgt dafür, dass es gut aussieht. Wir stehlen Nahrungsmittel. Die Vorräte sind knapper als je zuvor. Vielleicht verkaufe ich besser Schwerter und Rüstungen. Falsch. Aber sie würden nicht so gut schmecken wie ein Laib frisch gebackenen Pumpernickel. Nicht hier. Ich habe euch doch gesagt, dass wir uns in Flusswald treffen. Ach, servus. Ja, Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit den Gedanken. Geh mal auf die Seite. So, probieren wir es mal. Dann erstmal neuen Safe. So, servus. Warum genau muss ich da jetzt raus? Wo ist denn der? Ach, da draußen, okay. Na gut, dann macht das Sinn. Immer diese Ladebalken. Töp, 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 töp. Ich weiß nicht, ob das hier gut geht. Wir machen das hier. Wollt ihr etwas von mir? Du schon wieder. Damit haben wir schon 3 oder 4 Mal geredet. Vor allem bin ich jetzt gespannt, ob der uns jetzt mitten in der Nacht gleich reinlässt. Beziehungsweise mit uns redet. Ich düse mal ab, ein paar Brücken und leg mich hin. Viel Spaß noch. Tschö, alles klar, Kelly. Dir auch gutes Nächtle. Danke dir fürs Reingucken. Komm auch du morgen gut in die Woche. Lass dich nicht so viel ärgern. Und auch du halt dich von Corinna fern, ne? Und ich versuche mal, ob ich das hier irgendwie über die Bühne kriege. Servus! Was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Stimmt was nicht? Macht ihr Scherze? Seht euch doch mal um! Ich soll für den Hauptmann der Wache eine Metprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn er die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Alles so easy. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Aber genau. Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Also eigentlich dachte ich, so ein 300% vor Andritt. Das sind meine Bedingungen. Überreden. Das solltet ihr, sonst schreie ich Skiva. Das sind meine Bedingungen. So mache ich es aber nicht. Also vergessen wir es. Ah, komm. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Wie kann ich das Ungeziefer ein für alle Mal erledigen? Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern. Ist jedoch verschwunden.
Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Abgemacht. Kommt zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Okay, ihr habt von einem gewissen Malus gesprochen. Mit Malus habe ich das Geschäft meines Lebens gemacht. Vor einiger Zeit lieh ich ihm ein bisschen Gold und wusste, dass er es niemals zurückzahlen könnte. Freie Arbeitskräfte sind einfach perfekt zur Kostensenkung. Ah ja, okay, er ist ein Aufschlag. Jetzt muss ich hier aufräumen. So. Schlüssel erforderlich. Okay, müssen wir doch von da rein. Wir haben Schlüssel. Ey, der hält ja noch! Giftiger Sieber. Eskiver. Ah, hier. Oh. Oh, ist das hier? Da kann man. Nein, da kann man. Oh, okay. Ja, mufft ein bisschen hier, ne? Aber Lydia, irgendeiner muss die Drecksarbeit machen. Nehmen wir mit. Meins. Speichern hier. Heilen. Mal vorsichtig aber speichern. Alter, noch duster, da geht's hier nicht, oder? Den habe ich gesehen. Haben wir hier irgendwas? Den doch nicht, den da. Ah, halt mal. Objekte, Waffen.
So, wo ist der andere jetzt? Den da. Nice. Wer bist du denn? Ist das alles, was ihr könnt? Jetzt bezahlt ihr. Halt. Aber wo hab ich denn? Das da. Wenn du mal heilen würdest. Halalalalalala. Zaubertränke. Jetzt haben wir aber hier, haben wir doch nur welche. Jetzt bezahlt ihr. Bist du bereit, heute zu sterben? Nein! Komm! Ab und an. Das schon alles? Na, haust jetzt mal zu. So. Dann machen wir wieder so. Was will... Oh, Korundumbarren, Gold, Hamelins Tagebuch, Halskette und Pfeil. So. Doch so. Tagebuch, dann schauen wir mal rein. 10 Jahre Hohn, 10 Jahre Gefangenschaft, 10 Jahre Exil. Die Kinder warfen mit Steinen nach mir und die Frauen spuckten mich an, als die Männer mich in den Kerker von Weißdorf verfrachteten. Die alle sahen in mir eine Bedrohung ihrer jämmerlichen Existenzen. Nannten mich Wahnsinniger und Verrückter. Könnte ein Verrückter unbemerkt aus einem Kerker entfliehen? Könnte ein Wahnsinniger direkt vor ihren Augen ein Labor einrichten? Könnte ein Psychopath aus einfachen Skivern eine mächtige Armee erschaffen? Meine Zeit als Alchemielehrling in Winterfeste war keinen Deut besser. Die selbstsüchtigen Prahler dort konnten mit meinen Fähigkeiten einfach nicht mithalten. Wo sie versagten, ragte ich heraus. Doch wussten sie mein Genie zu schätzen? Wussten sie meine Leistungen zu würdigen? Nein. Stattdessen verabreichten meine Lehrmeister mir Prügel und behaupteten, ich hätte unverantwortlich gehandelt. Und der Erzmagier warf mich gar auf die Straße wie einen Bettler. Während meine Feinde selbstzufrieden und schwach werden, während sie Hamelin und dessen Brillanz vergessen, erschaffe ich meine Armee. Ich setze all mein Wissen ein, um ihren Untergang zu besiegeln. Dank Sabjons ahnungsloser Hilfe wird meine Armee mit jedem Tag stärker. Was für eine Ironie, dass die gleichen Zutaten, die er für seinen üblen Trank verwendete, nun meine Brut ernähren. Oh, sie werden bezahlen. Wie sie ihre bevorstehende Vernichtung ignorieren, finde ich höchst amüsant. Ich werde Weißlauf dem Erdboden gleichmachen und Winterfeste niederbrennen. Und wenn sie sich meinen Zorn gegenübersehen, wenn meine Brut das Fleisch von ihren Knochen nagt, werden sie angekrochen kommen und um ihr Leben betteln. Aber dann werde ich weder Gnade kennen noch Milde. Ich werde sie nicht verschonen.
Stattdessen werde ich lachen und tanzen und mich an ihren zerfetzten Leibern ergötzen. Die Zeit für Vergeltung ist gekommen. 10 Jahre Schmerzen, 10 Jahre Elend, 10 Jahre Tod. Glaubt, ihm ging's nicht so gut, hä? Mein hätte er nicht angegriffen, ich hätte ihn in Ruhe gelassen. Lesen, 3 Diebe. Schleichen verbessert. Nein, du sollst ihn einschieben. Oh, müssen wir wieder hier? $16, wow. Zaubertrank der Ausdauer, da haben wir gerade nichts für. Wo muss ich denn? Da hinten müssen wir, hä? Aktivieren, Nest. Du verteilst das Gift im Nest. Ah, dann müssen wir hier lang. Warte mal. Ach, schade. Dachte, da kann ich vielleicht reinkriechen. Lydia, passt du auf? So, wir speichern mal. Den will ich. Immer mit. Weil ich ja lustig finde, das kann ich alles mitnehmen. Der Besen wäre stehlen. Haben wir hier noch was? Verrotten. Ah, die doch nicht. Oh, 3x Salz, das kann spalten. Nehmen wir alles mit. Was haben wir da drin? Gold! Die braucht er nicht mehr im Knast. Aufschließen Himmelsrand, das lassen wir mal. Gold und Papierrolle. Erst einmal außenrum. Den wollte ich nicht. Ach, der ist leer. Karotten und Kohl. 7 Honigbräu mit. Äpfelchen und Tomaten und 10 Honigbräu mit. 7. Tomate. Easy. 14 Gold, wow, das lohnt sich ja fast nicht. Naja, aber das Ziegenkäse muss mit. Kehre zu Sabion zurück. So, wir gehen da wieder rüber.
Jetzt bin ich durchgelaufen. Dann einmal zurück. Meine schönen Pfeile hier. Alter, ich hätte Husten da. Oh, hier haben wir nix. Die sind schon ausgelöst. Aber ich finde es halt schon, ne? Für eine Höhle ist es hier drin verdammt hell. Na gut, hier klauen wir jetzt mal nichts, weil das so schöpft dann einfach Verdacht eventuell. So, ab nach oben. Oh, wo ist er denn?